Hallo ihr Lieben, heute seht ihr mich mal nicht direkt vor der Kamera. Heute möchte ich euch mal ganz kurz und knackig ein neues Kerzenregal zeigen, was ich bekommen habe. Und zwar habe ich mir von einer Bekannten ein schmales Bücherregal gekauft. Und ja, das passte halt sehr gut in so eine kleine Nische, die ich hier noch im Miniflur hatte. Und da stehen jetzt meine Sammelkerzen drin. Das sind halt die Kerzen, die ich nicht benutze, außer jetzt mal abgesehen von den Sandcups, die ihr da unten seht, die ich euch gleich noch zeige. Und ja, damit das alles ein bisschen ordentlicher aussieht und schicker, das ist ja, wenn ihr mein Kerzensammlungsvideo gesehen habt, dann war das ja, ja, nichts Halbes und nichts Ganzes, wie es vorher war. Und ja, also so sieht's aus. Und ich zeige euch jetzt mal im Detail, was wo steht. Und hoffe, euch gefällt's. Ja, hier oben ist das oberste Fach. Da steht jetzt gerade aktuell nicht so viel drin. Links seht ihr ein Windlicht, was ich für vielleicht höchstens 5 Euro, vielleicht sogar weniger bei Rossmann bekommen habe. Das werde ich im Frühjahr jetzt einweihen. Die Sonne scheint ja schon und sobald es ein bisschen wärmer wird, werde ich ein bisschen frühlingshafter dekorieren und das benutzen. In der Mitte seht ihr erstmal unten Spooky Vanilla von Bath & Body Works. Das ist auch erstmal die einzige Bath & Body Works Kerze, die hier steht, weil ich die wirklich nur zum Sammeln behalte. Und darüber Cappuccino Truffle von Yankee, wo ich mir noch nicht sicher bin, ob ich es benutzen will oder nicht. Und da rechts, das ist von der Halloween Collection, von der Steam Pumpkin Collection von Yankee. Das habe ich mir aus den USA mitbringen lassen. Gehen wir eine Etage tiefer, da seht ihr erstmal meine drei von der My Favorite Things Collection. Jetzt ist es mir gerade entfallen eben. Das sind alles drei, die ich nicht benutzen werde. Doremi und Whiskers on Kittens habe ich jeweils zweimal. Einmal zum Benutzen und einmal für die Sammlung halt. Und Cream Colored Ponies ist nur für die Sammlung. Da habe ich auch schon in einem Haul oder einem Unboxing oder so gesagt, sowas Besonderes ist die vom Duft jetzt her nicht. Eher so ein ganz öder, schnöder Bäckereiduft, dass ich die jetzt extra nochmal zum Benutzen bestellen würde. Hier hinter, also ich habe euch die Kollektion zwar schon mal gezeigt, aber ich zeige euch das trotzdem nochmal kurz. Lucky Shamrock habe ich hier hinten und Merry Christmas von der Vintage, glaube ich, ist die Vintage Berries heißt das. Das ist, glaube ich, so eine Vintage Collection gewesen. Im mittleren Fach stehen hier Bahama Breeze, den habe ich vor kurzem nochmal bekommen und habe mich entschlossen, den für die Sammlung zu nehmen. Der ist ja nicht mehr erhältlich. Ich habe noch zwei Backups davon und diverse Tarts und Pipapo und Meltcups habe ich auch, wie ihr gleich sehen werdet. Allerneuester Zugang zu der Sammlung ist Strawberry Lemon Ice und ich sag euch, den Ding kriegt ihr aktuell als Treasure. Leider nur im großen Glas. Und ich sag euch, ich habe davon einen Tart von einer Freundin geschenkt bekommen. Und der riecht wirklich, wenn man den anmacht, zumindest als Tart, wie ein Bubblegum. Also wirklich wie Kaugummi. Aber jedenfalls in der Kerze total lecker. Und ich werde ihn mir wahrscheinlich nochmal holen zum Benutzen. Und ich fand das Label halt so schön und so sommerlich. Und der Duft ist einfach der Wahnsinn. Und da habe ich mich entschlossen, den für die Sammlung zu holen. Tutti Frutti habe ich auch einmal in Benutzung und halt für die Sammlung, weil das Label, hallo, kann man das nicht in die Sammlung tun. Hier hinten seht ihr. Juicy Watermelon habe ich mir kürzlich auch für die Sammlung geholt und direkt daneben seht ihr Granny Smith. Und ja, also wenn ich mal mehr Sammlungskerzen habe, werde ich auch ein bisschen mehr System reinbringen und mehr so die Regale nach fruchtigem einsortieren und parfümigen und pipapo. Aber dazu ist die Sammlung noch ein bisschen zu klein. Weiter geht's mit Fach Nummer 4. Hier haben wir einmal Candy Cane Lane. Dann haben wir meinen einzigen bisher Black Band in Tulips. Und dahinter seht ihr dann links Jelly Bean und rechts Jelly Beans. Zweimal dieselbe Kerze, aber zwei verschiedene Namen. Hier seht ihr die beiden verschiedenen Labels. Rechts das vom letzten Jahr mit dem grünen Osterei. Und links das Jelly Bean ohne S mit dem rosa Osterei. Und ich stelle die mal kurz wieder hin, weil die werden schwer. Ich bin eigentlich davon überzeugt, dass das ein Druckfehler ist, weil ich habe sowohl als auch schon im Laden gesehen jetzt, und bin mir jetzt nicht sicher, ob das vielleicht wirklich ein Druckfehler ist oder ob es einfach so ist, dass die EU-Version der Kerzen Jelly Bean nennen. Aber wie gesagt, ich habe beide Versionen schon im Laden gesehen. Den Jelly Bean, den ich habe, den habe ich mir netterweise, hat mir den eine liebe Dame aus einer Kerzengruppe mitgebracht. Und ja, aber gut, hin und wieder findet man den noch. Und dann haben wir hier Bunny Cake.
aus dem letzten Jahr mit dem rosa Osterei. Und ja, hier liegen übrigens auch noch zwei Tarts, die ich jeweils, eins, das linke, das ist Forest Glen, das habe ich als Goodie bekommen von einer lieben Dame, der ich was abgekauft habe. Und rechts Home Sweet Home, den habe ich von einer Freundin bekommen. Und beides sind so diese ganz alten Black Band Potpourri Tarts. Und die traue ich mich nicht zu benutzen. Die bleiben in der Sammlung, weil die schon recht alt sind. Und gerade Forest Glen wird auch, findet man nicht so oft und wird als Rarität verkauft, als Tart. Und dann haben wir in der Mitte, das fand ich halt auch so schön, Aroma Formula Relaxing Wax Potpourri Tart Sage and Citrus. Und da habe ich auch gedacht, den lasse ich jetzt mal einfach als, ja, als Sammlungsstück. Im vorletzten Fach, nicht ganz so auffällig wie die Kerzen, sind meine aktuellen Melt Cups. Die sind natürlich zum Benutzen da. Also ich habe jetzt bis jetzt noch keins, wo ich sage, das würde ich niemals benutzen. Ich habe hier links, seht ihr erstmal mehrere Apple Pumpkin. In der Mitte Black Cherry, habe ich aus Versehen zweimal geholt. Und rechts Bahama Breeze. Immer wenn ich meine Finger dran kriege, wird das besorgt. Dann haben wir hier Pineapple Cilantro, Silver Birch, Candy Cane Lane, Meadow Showers, Moroccan Argan Oil, davon habe ich aktuell auch eins in Benutzung, das ist mein Backup, Crisp Morning Air, Mango Peach Salsa und Amber Moon. Und ja, was soll ich sagen, ich liebe das Centerpiece, ich liebe die Melt Cups, benutze sie tierisch gerne und ja, kann sie nur empfehlen. Das unterste Fach brauche ich euch übrigens nicht zeigen, da steht nur ein Böckchen drin und ein Körbchen, aber da steht eine Kerze drin, die ich euch doch mal kurz in die Kamera halte, und zwar ist das von der Barbershop-Serie von Yankee Candle, den Hair Tonic, den habe ich mir gekauft. Ich wollte schon ganz lange eine dieser Kerzen haben, aber weil das so ganz typische Männerdüfte sind, musste ich die einfach vorher Duftprobe schnuppern und habe dann endlich die Gelegenheit bekommen. Und mir hat eigentlich tatsächlich nur Hair Tonic gefallen von den Düften, die ich gerochen habe. Das ist ein sehr frischer, parfümiger, aber es ist wirklich wie so ein Haarproduktduft. Und der gefällt mir unglaublich gut. Ich denke, ich werde den auch anmachen irgendwann mal. Aber ja, der steht halt ganz unten. Und das war es auch erstmal mit dem Regal. Hier nochmal ganz kurz aus einer anderen Sicht. Und zwar seht ihr da rechts mein Lippenbild, was ich euch schon gezeigt habe. Links geht es zum Bad und in der Nische stehen jetzt die Kerzen. Und ja, ich finde, da macht es sich unheimlich gut. Ich liebe, liebe, liebe das Regal und möchte es nicht mehr missen, und jeden Morgen, wenn ich dran vorbeigehe, schnuppere ich an mindestens einer dieser Kerzen und bewundere sie jedes Mal, und ich denke, so kommen sie eigentlich ganz gut zur Geltung, wenn sie jetzt auch nicht für jeden Besucher direkt in der Sichtlinie sind, aber in meiner sind sie. Und falls ihr euch jetzt fragt, was ist mit der Nische passiert, wo die Kerzen vorher standen, tja, die ganzen Bücher, die da im Hintergrund standen, habe ich, da regt sich gerade ein Vogel tierisch auf, die ganzen Bücher, die da drauf standen, habe ich unten drunter in ein Fach getan. Und oben drauf sind jetzt... Ja, halt doch mal den Schnabel da draußen. Hört ihr das? Krass. Jedenfalls, immer wenn ich rede, gell? Ich scheine den zu stören. Jedenfalls stehen hier jetzt meine Bath & Body Works Kerzen drauf. Und da hatten wir einmal, ich zeige, einmal New York, Watermelon Lemonade, London, Caribbean Escape, Party Dress, dann haben wir hier hinten Lighthouse, Black Cherry Merlot und Golden Peach Sparkle, genau, und hier vorne Blueberries and Cream. Und ja, die sind alle zum Benutzen da, die sind jetzt nicht irgendwie Sammlung oder so, und auf den freue ich mich schon tierisch, den werde ich bestimmt bald mal anbrechen. Und ja, das war es auch eigentlich schon, ich wollte es euch nochmal ganz flott gezeigt haben, so ein kleines Update meiner Kerzenaufbewahrung, auch wenn ihr die meisten Kerzen davon schon kennt. Und ich wünsche euch noch einen schönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, guten Appetit und bis bald.